gehört, hier sollen etliche Maschinen zu finden sein. Die Maschinen sehen hier halt so aus, als wären sie gestern noch in Betrieb gewesen. Hier auch blau und der ganze Boden voll. Alter, hier ist halt einfach unfassbar viel Zeug. Hab ich dir nicht gesagt, oder? Ich hab's mir nur gedacht. Servus Leute und willkommen zu einer neuen Lost Place Folge. Ich bin heute mal wieder unterwegs mit Marco von Lost Dimensions. Wir befinden uns heute auf einem Gelände von einer riesigen alten Kunststofffabrik. Ich habe gehört, hier sollen etliche Maschinen zu finden sein. Wenn dem so ist, dann bin ich extrem gespannt, was wir sehen. Bis gleich. Schaut mal Leute, da ist schon die erste Maschine. Es ist halt übrigens draußen gerade so -1, -2 Grad. Es ist arschkalt. Ja, hier drin ist es Gott sei Dank ein bisschen wärmer. Von Schnupfen hier. Schnupfen. Und da hinten ist auch alles voll. Die Maschinen sehen hier halt so aus, als wären sie gestern noch in Betrieb gewesen. Echt krass. Sieht einfach fast wie neu aus hier. Ich habe auch keine Ahnung, was mit der Maschine gemacht worden ist. Vielleicht kennt ja einer von euch da draußen diese Art von Maschine. Hier haben wir irgendwelche Schalter. Oder sind das? Nee, das sind Steckverbindungen, so Stecker. Hier oben ist ein Trichter drauf. Wir müssen so ein bisschen leise sein. Weil nicht allzu weit von hier entfernt sind auch ein paar Häuser und eine Straße. Und wir haben sowieso die Vermutung, dass hier vielleicht noch andere Airbags-Kollegen sind. Vorhin waren komische Geräusche hier. Alter, es ist halt einfach nur unnormal fett. Allein der erste Raum jetzt hier schon. Ich will gar nicht wissen, was diese Maschinen kosten. Warum stehen die hier einfach noch so rum? Es sind bestimmt zigtausend Euro, die hier rumstehen. Komplett verrückt. Was konnte man hier machen? Hier konnte man wahrscheinlich irgendwie aus dem Rohstoff, also beziehungsweise aus dem Kunststoff, den die hier dann benutzen, irgendwelche anderen Teile fertigen oder so. Nehme ich mal an. So, hier geht's ins Materiallager, Kunststoff. Und hier ist schon alles auf den Boden ausgekippt. Irgendwie so Granulat in so kleinen Kügelchen. Das war wahrscheinlich der Rohstoff, den sie dann eben weiterverarbeitet haben. So Zeug kippen die dann vermutlich in diesen Trichter von den Maschinen rein. Und ja, so kann man sich wenigstens mal ungefähr vorstellen, wie das funktioniert. Was haben wir hier noch? Hier wieder eine andere Farbe. Aber wahrscheinlich auch ein anderer Kunststoff, eine andere Zusammensetzung oder so. Möglicherweise sind es aber auch nur unterschiedliche Farben. Aber hier steht es auch. Farbregalplatz. Also entweder war das tatsächlich hier nur Farbe, dass man dann zum reinen Kunststoff dazugegeben hat, dass der eben die Farbe annimmt. Oder hier ist auch schon Kunststoff mit drin. Keine Ahnung. Hier unten dunkelrot, hier so orange. Hier auch blau und der ganze Boden voll. Wie geil ist das denn? Allein halt schon schade um das Material. Das kostet bestimmt auch schon Unmengen an Geld. Diese ganzen Säcke, die hier offen liegen. Verrückt. Der Geruch ist hier auch irgendwie ziemlich spannend. Es riecht natürlich leicht so nach diesem chemischen, typischen Kunststoffgeruch, aber irgendwie gemischt mit süß. Ganz komisch. Das in Betrieb setzen ist nur den hierzu befugten Personen gestattet. Was ist das denn hier überhaupt? Ich bin auf jeden Fall befugt, würde ich sagen. Da ist doch gar kein Schalter drin. Waren hier mal Knöpfe drin oder was soll es sein? Doch. Leider abgeschlossen. Hier scheint eine Art Treppe zu sein. So Gehäuse haben sie also auch gemacht. Das sieht aus wie so ein kleines Gehäuse von so einem kleinen Lautsprecher. Oder was sagt ihr, Leute? Ja, die Dinger sind hier überall zu finden. Die scheinen also eine Menge von denen hier verkauft zu haben. Wo geht's denn hier lang?
Sieht aus wie so eine Laderampe zu einer großen Fabrikhalle da hinten. Da gehe ich gleich mal hin. Ich finde es immer ganz spannend. Immer wenn man die Gebäude von außen sieht, dann denkt man sich, ja, nicht schlecht. Und wenn man dann drin ist in diesen Industriesachen, dann wird einem erst bewusst, wie groß es hier eigentlich ist. Ist wieder riesig. Okay, wie geil ist das denn? Wir haben ja auch schon wieder irgendwelche Maschinen, beziehungsweise ich würde es eher als Werkzeug bezeichnen. Hier sind auf jeden Fall so Walzen integriert. Es sieht so aus, als würde man damit irgendwie was pressen oder so. Diese kleinen Teile hier kommen da wohl raus. Sieht aus wie für so eine Stiftverbindung irgendwas oder irgendwas in der Richtung vielleicht. Oh, hier wird's interessant. Wow, ob die noch gehen? Ne. Ah, hier steht's sogar. Automatische Wiegeanlage. Lol, hier mal wieder zum Thema Datenschutz. Eine Festplatte. Es ist einfach jedes Mal wieder krank zu sehen, was in diesen Lost Places teilweise zurückgelassen wird. Schockiert mich jedes Mal wieder. Der Boden ist ja auch nicht mehr der beste, hier wälzt sich schon alles. Muss man auf jeden Fall wieder ein bisschen vorsichtig sein hier. Nicht, dass man durchkracht. Ich filme auch immer gern was von den Räumen, auch wenn nicht unbedingt viel drinsteht. Einfach nur, dass ihr auch diese Dimensionen irgendwie mal seht. Dann fühlt man sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit dabei. Geht ja schließlich ums Erlebnis hier. Es ist sowieso einfach nur eine geile Location, nur schon deswegen, weil hier rundherum alles voller Nebel ist. Wir haben ungefähr in der Früh um 9:30 jetzt und draußen ist alles frostig und neblig. Perfekte Stimmung, um ein Lost Place zu erkunden. Wisst ihr, was ich meine? Geile Stimmung, würde ich sagen. Wir sind hier natürlich mal wieder komplett am Arsch der Welt für euch, um geile Locations zu finden. Ne? Ja, war schon eine lange Anreise, sage ich mal. Hier auf jeden Fall wieder mehr ist gefährlich. Guck mal, die Decke, die ist kurz vorm Einkrachen. Ist schon richtig nach unten gewölbt. Gefährlich. Wie geil ist das denn wieder? Ich finde es einfach immer so geil, wenn die Pflanzen sich schon wieder den Weg durch den Beton graben. Richtig nice, aber natürlich extrem instabil hier alles. Ich stehe aber einfach auf diesen Kontrast, auch dieses Grün zwischen dem Grau und dem Weiß von den Wänden sticht immer so richtig schön raus. Verrückte Location, Freunde, ich sag's euch. Ach, scheiß drauf, ich probiere gleich hochzukommen. Ich kann mich nicht zusammenreißen. Ihr kennt mich ja. Nope. Hier ist mehr oder weniger kein Hochkommen. Da oben ist alles zu. Hier auch noch so schöne Vorsichtsschild. Vorsicht, Abrutschgefahr. Ich glaube, das gebe ich mir jetzt doch nicht. Das ist wieder grob fahrlässig hier, würde ich das machen. Ich will ja ein einigermaßen gutes Vorbild sein. Hier kommt auch ganz dezent mal wieder die Decke runter. Vorsicht, meine Freunde. Wenn ihr unterwegs sein solltet und ähnlichen Scheiß machen würdet, solltet, könntet, tutet, immer aufpassen. Was ist das denn? Okay, die haben hier mit so einem Stoff wie so einen Auffangbehälter vom Dach aus gemacht, dass das Wasser hier abtropfen kann. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Man hört ganz leise in dieser absoluten Stille hier immer so einen kleinen Tropfen plätschern. Blip. 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 Hier ist überall so Klebeband ausgerollt. Sieht irgendwie lustig aus. Hier ist nochmal eine Maschine. Ah ja, und hier haben wir verschiedene Einzelteile.
Abdeckscheibe, Schaltgehäuse, da ist aber nichts mehr drin. Elektrogehäusedeckel. Leider alles fast leer. Schade. Zulässige Deckenbelastung 1000 PA. Was sind denn PA, Leute? Was ist das für eine Einheit? Bitte mal in die Kommentare schreiben. Wenn einer weiß, was das für eine Maßeinheit ist, kenne ich nicht. Ui, hier ist nochmal alles voller Maschinen und so Zeug. Geil. Fett. Keine Ahnung, wo der Marco rumgeistert. Aber den werde ich schon wieder finden. Irgendwann. Hier schon mal eine alte Waage. Ob die noch funktioniert? Jawohl, funktioniert noch. Alter, hier ist halt einfach unfassbar viel Zeug. Was ist das alles? Irgendwelche elektronischen Teile? Tastatur, irgendwelche Platinen, Mainboards? Und da ist ein riesiger alter Drucker. Verrückt. Hier aber die Uraltcomputer. Also ich bin ja Fachinformatiker und so, aber das war auch dann tatsächlich vor meiner Zeit. Obwohl ich auch schon solche Riesenklötze früher mal hatte. Aber die sind nochmal eine Nummer älter, als das, was ich kenne. Sieht eher so nach Commodore, C64 oder so aus. Sieht aber tatsächlich noch älter aus. Kein Plan. Auch hier, wie immer, gerne in die Kommentare, meine Freunde. Hier steht alles unter Wasser. Hier haben wir so eine Art Fließband. Uiuiuiui, was haben wir denn hier? Sieht interessant aus. Absolut keine Ahnung, was das hier sein soll. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwas mit Löten zu tun hat oder so. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, ich weiß, ich habe keine Ahnung. Verbessert mich einfach. Also hier konnte man auf jeden Fall irgendwas einspannen und dann bearbeiten. So viel ist mal klar. Ich weiß. IQ 5000. Aha, guck mal, wer da wieder auftaucht. Servus, na, und? Da ist ja der gute alte Herr Marco. Na? Na? Zufrieden mit dem Gebäude? Definitiv, und du? Ultra geil, also richtig nice. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es schon wieder so groß ist. Ich habe es vorhin den Leuten schon erzählt. Es wirkt von außen immer so geil und dann, wenn man dran rumläuft, dann denkt man, oh Gott, was geht hier ab? Ja, und vor allem, was ich auch immer ziemlich heftig finde, ist, dass man sich eigentlich fast schon verlaufen könnte. Auf jeden Fall. Und deswegen habe ich zu Marco auch schon vor ein paar Tagen gesagt, wir müssen uns irgendwie so Markierungen irgendwie mal besorgen. Habe ich dir nicht gesagt, oder? Ja, hast du nicht gesagt. Ich habe es mir nur gedacht. Okay, wir sollten uns so eine Art Markierungssystem überlegen, auch für Bunkeranlagen, wenn wir mal irgendwie gehen oder so. Da würde ich vielleicht fast irgendeinen Fumo nehmen. Nee, Brotkrumm. Ja? Ja, in silbergelegte Brotkrumm. Dann müssen wir aber hungrig reingehen und das versilbern lassen wir einfach und wenn wir Hunger kriegen, dann finden wir das Brot und finden wir raus. Ich glaube, das wäre kontraproduktiv, aber können wir probieren. Ist halt die Frage, wer halt schneller Hunger hat, ne? Der andere hat dann halt einfach verschissen. Okay. Ja. Gut, und weiter geht's. Da. So macht man das nicht. Hier ist so ein kleiner abgetrennter Werkstattbereich. Hier war wahrscheinlich die Abteilungsleitung drin oder irgendjemand, der vielleicht eine höhere Position hatte, kann ich mir vorstellen. Hier liegt auch aller möglicher Scheiß noch in den Regalen. Kugellager. Wow, die gehen auseinander. Und hier schon wieder eine Maschine. Die Dinger kosten bestimmt 2.000-3.000 Euro immer noch. Wenn es reicht. Was auch immer man wieder mit der Maschine hier gemacht hat. Das hier sieht auch sehr interessant aus. Sind das wie so... Ich glaube, das könnten vielleicht so Behälter sein, wo die Rohstoffe auch irgendwie drin waren. Also wenn es um so Handwerksmaschinen geht, habe ich halt einfach keinen Plan. Echt schade. Das sind Server. Also Servergehäuse. Das ist wieder meine Welt. Ja, wer keine Servergehäuse kennt, hier sind so verschiedene Abteile drin, wo man Serverkomponenten dann quasi einschieben kann. Das geht dann, keine Ahnung, von der Firewall bis zur Datenspeicher und so. Und das Ganze ergibt dann im Endeffekt eine Servereinheit. Es ist kein Servergehäuse. Da oben steht irgendwas mit Schachtelmaschine. Okay, peinlich.
mal wieder meinen Mund aufgemacht und nichts dahinter. Ja, hat keiner gesehen zum Glück. Stellt sich mal vor, Leute, wie war das wohl früher? Hier sind bestimmt in dem Raum mindestens 10 Leute gestanden. Jeder hatte hier so ein eigenes Abteil wahrscheinlich. Hier ist einer gestanden, hat sein Werkzeug hier in den Schubladen gehabt. Wenn er in der Früh um 8 oder so hier aufgetaucht ist, hat er erstmal sein ganzes Zeug zusammengerichtet, was er für den Tag zum Arbeiten braucht. Mittagspause war dann wohl im Hof draußen, wenn die hier schon so eine geile Natur rundherum haben. Also irgend so ein Brotzeit-Mittagspausezimmer habe ich auf jeden Fall noch nicht entdeckt. Vielleicht waren die hier auch einfach am Arbeitsplatz und haben gechillt und geraucht und gegessen und gelacht und Bier getrunken. Solche deutschen Filme gibt es halt auch, ne, wo das eher locker ist. Weiß ich aus Erfahrung. So Leute, wir sind wieder draußen. Ich hoffe, ihr hattet genauso einen Spaß wie wir. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, haut ein Like raus und ein Abo, wenn es euch taugt. Ciao, ciao. Oh fuck. Passt. Ryan Little.